Also wir nehmen euch doch mit. Ja, vor allen Dingen haben wir uns entschieden, nicht zu fliegen, weil es sind nur 700 Meter. Sogar 600. Wir gehen aber hier so querfeld. Ne? Ja. Ich gehe direkt querfeld jetzt hier. Nicht über, die Straße, nicht über die Straße. Ja. Eli? Mir scheißegal. Passiert mir nicht. Ja, sie waren ja schon immer Kamikaze, muss man ja so sagen. Ja, genau. Ja, aber das heißt Kamikaze, ne? Ich meine, man kann ja jetzt nicht sagen, dass sie ausgerechnet überlegt vorgehen. So, jetzt gucken wir mal hier oben. Sie können mal ihr Dröhnchen fliegen lassen. Ja, wir sollten sowieso mal oben die Fragezeichen machen. So oben. Ja, so überhaupt oben. Ja, aber ob mein Dröhnchen das schafft? Zack, das ein Fragezeichen. Wir gucken mal, wie hoch ich mit dem Ding komme. Da ist zum Beispiel was. Da kann man eine Blitzreise hinmachen. Da ist was. Ich komme ja nicht allzu hoch. Das ist auch mein Problem. Ja, ich auch nicht. Da ist was. Und ich kann mich nur links rumdrehen und das hilft eigentlich nichts. Mhm. Da ist ein Fragezeichen. Also ein paar Sachen haben wir jetzt. Ja, ja, gut, aber nicht alles. Nein, weil mehr schafft er ja nicht. Weiß Gott nicht. Da ist auch noch was. Da waren wir gerade. Da müssen wir hin. Dann gucken wir uns mal um. Naja, allzu viel ist da nicht. So, dann gucken wir mal, ob da überhaupt irgendwas ist. Sieht im Moment sauber aus. Wahrscheinlich können wir da so hinschauen. Ja, ich glaube auch. Wir machen einfach mal. Ja, wir gehen da einfach mal ganz runter. Wir gehen da jetzt einfach mal runter. Wir schauen mal. Ich glaube, da sind doch keine Gegner, glaube ich. Ja, ich glaube auch nicht. Oh, ich habe mir die Hose zerrissen. Ach, doch, da ist ein Unidad. Ja, die sind aber links von uns. Ja, und da müssen wir uns nicht unbedingt kümmern. Aber hier ist noch. Ja, da ist mal, noch was. Hier rechts von uns ist noch jemand. Mhm. An der Straßenbiegung. Wo ist der denn? Der müsste hier. Da ist er. Da ist er. Den kann ich erledigen. Und da ist auch noch eine Frage. Da sind noch mehr Fragezeichen. Schau mal einer. Darf ich den erledigen, der da rechts? Nein, noch nicht. Wir warten noch. Ich hab da Fragezeichen noch. Wir machen das immer so, ne? Ich war böse, ja. Oh, ohne da. Was machen die denn jetzt? Ach, das sind Rebellen. Oh. Oh, wer hat denn. Ach, da in dem Auto? Ah. Ja, der fährt doch weiter. Ja, hoffen wir doch mal, ne? Nicht, dass gleich. So, los, wir müssen jetzt leise, weil ich habe keinen Bock mit der Uni, das mich anzulegen. Nein, das wollen wir auch nicht. Deswegen gehen wir jetzt einfach leise hier rüber. Ja, fahren auch alle wieder weg. Auf die andere Straßenseite. Jawohl. Ich bin drüben. Ich auch. Und wir holen uns jetzt einfach nur das Dokumentos. Genau. Mehr wollen wir eigentlich auch gar nicht. Genau, ich komme mal zu Ihnen. So, ich bin bei Ihnen. Das Dokumentos ist da drüben in so einer komischen Hütte. Weil ich habe jetzt keinen Bock auf. Nee, das machen wir auch nicht. Ich meine, das wäre ein gezielter Schuss, aber das brauchen wir nicht. Ja, ist das denn nur einer? Ich pack mal eben meine Tasche weg. Guten Abend, wir gehen einmal durch. Da. Ich hab meine Knarre auch mal weggepackt. Da unten ist das. Guten Abend. So, hier ist das Dokumentus. Oh, schön. Da ist Moment, ich komme mal runter. Ein Fertigkeitenpunkt, sehr schön. Sehr schön. Da kann ich gleich mal gucken, ob ich Fertigkeiten irgendwie machen kann. Guten Abend. So, dann nehmen wir den mal, den Fertigkeitenpunkt. Ja, wir können eine Runde zocken hier und. Ja, warte mal, ich setze mich mal hier hin. Oh. Warte mal, ich muss mal pipi. Ja, ich glaube, ich habe die Karten jetzt weggeschmissen. Brauchen Sie noch Klopapier? Nee, ich nicht. Zeigen Sie mal. Hier ist Vorrat. Komisch, ist aber komisches Klopapier, ne? Ja, sieht so ein bisschen aus wie Allzweckrolle. Aber die kacken ja hier. Ist ja. Wir gucken einmal auf die Fertigkeiten. Was kann ich machen? Ich kann meine Drohne könnte ich machen. Oh, die Drohne. Und zwar könnte ich machen Markierungsbereich. Und das Tempo. Tempo könnte ich machen. Man könnte aber auch Krachmacher.
Aber ich glaube, die Batterie ist, glaube ich, erstmal, weil die Reichweite habe ich schon volle Pulle ausgebaut. Ja, die Batterie, da brauchen wir aber dann von der medizinischen Geschichte 5000. Dann das kann stimmt. Man kannst nur das machen, was verfügbar ist, richtig? Ja, richtig. Cooldown, dann der Cooldown geht auch schneller, das könnten wir machen. Ja, den kann ich aber nicht nehmen. Krachmacher, den will ich Tarnung, aber auch noch nicht nehmen. Tarnung oder Markierungsbereich. Ich glaube, der Markierungsbereich wäre ganz gut. Stabiles Ziel, das wäre vielleicht besser. Ja, den kann ich auch nicht nehmen. Ich kann nur Tarnung oder Tempo nehmen. Mhm. Ja, kann ich, warte mal. Streuung, Granatwerfer könnte ich nehmen. Munitionskapazität. Objekt. D4 kann ich jetzt machen. Und Mine kann ich machen. Und Trupp. Granatwerfer könnte ich jetzt. Ich könnte den aber ich den, noch nicht. Den Wiederbelebungstempo könnte ich auch erhöhen. Ja. Ich glaube, das ist erstmal wichtig, weil sie sterben jetzt so viel. Ich verstehe. So, ich habe jetzt das Tempo erhöht und habe noch irgendwas. Ich habe noch ein paar Punkte zu vergeben hier. Merke ich gerade, das ist Wiederbelebungstempo, ach da. Ja, das mache ich auch mal eben, dann geht dann besser. Ja. Autoschild. Oh, ich kann sogar zwei. Von ihnen gelenkte Fahrzeuge nehmen weniger Waffenschaden. So, ich habe, glaube ich, ziemlich viel schon. Oder lautloser Lauf. Ich glaube, den nehme ich mal. Den habe ich jetzt mal genommen. Und jetzt habe ich alles weg. So. Munition könnte man auch, aber ich will erstmal die Ausdauer, kein Schmerz. Guck schon mal auf die Karte. Autoschild. Aha. So, das andere ist ja alles außerhalb. Ich muss jetzt gucken. Wollen Sie jetzt hier unten hier, die schüchtern Sie den Sicario ein? Warten Weil Sie? Der ist uns ja letztens abgehauen. Wir haben hier noch Kingslayer-Dateien. Ah, jo. Da. Ja. Genau. Habe ich markiert. Jawohl. Dann holen wir uns die sind weg. Auch nicht allzu weit weg, 300 Meter. Ich glaube, wir laufen dahin. Ja, ja, das machen wir mal eben. Da sind ja eh kaum schon mal meine, bleiben nur ein bisschen fernab der Straße, würde ich sagen. Ja, ich habe schon meine Waffe wieder in der Hand. Ja, ich nicht. Sie und ihre Waffe, ne? Hat die eigentlich einen Namen? Nein. So wie, oh, was machen die denn da? Liegestützen? Warum soll die denn Namen haben? Die machen Liegestützen, ist ja krass. Wer macht Liegestützen? Ja, hier links sind zwei, die machen Liegestützen. Ja, kann sie doch. Ja, ja, die halten sich fit. Aber warum soll denn unbedingt meine Waffe einen Namen haben? Ja, vielleicht heißt sie ja Susi oder so. Susi. Ja. Oh, hier ist aber ein schönes Anwesen. Dann passen Sie mal auf, dass Sie da nicht alleine sind. Da sind die Anakten. Ja, ich gehe mal da so langsam rein. Vielleicht sollte man, Ich glaube, hier ist niemand. Nee, ne? Nö. Nee, sieht gut aus. Sieht nicht danach aus. Aber so schöne Kerzchen. Ja. Oh, sieht aber schön aus. Was war das denn jetzt für ein Sprung? Hier könnte, also hier kann man aber Siesta machen. Ja, hier könnte man Spaß haben, ja. Keine Angst, das sind nur wir. Ja. Oh, gucken Sie keine mal, Panik. Herr Roxen, wollen Sie eine Runde baden? Kann aber reinpinkeln, wollte ich noch mal. Nein, das ist doch, also kein Respekt. Weil die haben mich doch damals auch vom 5 Meter Brett runter. Kein Respekt. So, wir gehen mal im Hallo, guten Tag. Hier sind Sie. So, ich habe ja, ich kann die Munition nehmen. Wir haben ein Bild, das gucke ich mir mal an. Stop. Eine alte Fotografie von Dr. Catherine Swenson, bevor sie als La Gringa bekannt wurde. Swenson war Idealistin, sie kam nach Bolivien, um für Hands Over Bolivia zu arbeiten und Menschen zu helfen. Ja, La Gringa, ne? Alles ja, klar. Gut. Da ist sie, La Gringa. So, das haben wir. Mhm. Jetzt ist die Frage... Ich habe noch zwei Fragen. Ah, Waffen. Warte mal, neben ihn. Wie neben mir? Was ist denn neben mir? Neben ihn. Wie neben mir? So. Ja, haben sie nicht gesehen, ne? Hm. Ne, wie denn auch? Haben sie ihre Munition aufgefüllt? Nein, noch nicht. Warum nicht? Weil ich La Gringa im Auge hatte. Ja, hat das nicht weh? Nein. So, passen Sie auf, ich mach mal ein Brünchen. Oh, hier geht's doch in den Keller. Ich will mal im Keller gucken. Ach, sind Sie ein Kellerkind? Hm. Ja, wer weiß, vielleicht gibt's da... Guten Tag! Oh, so ein großer Keller. Oh, hier bleibe ich. Puh. Oh ja, Cola. Ah. Trinken Sie so gerne Cola? Nee.
Eigentlich nicht. Ey, aber großer Keller, hallo. Holla, Herzchen. Die haben aber... Sogar mit Bett. Und schön aufgeräumt. Ja, hier wohnen sie, ne? Was? Warum? Die wohnen doch hier. Ach. Schöne Ecke hier. Finde ich cool. So, lass uns doch einmal auf eine Karte gucken. Ja, was machen wir jetzt? Hier? So, wir schauen mal auf eine Karte. Da sind noch zwei Fragezeichen. Die versuche ich gleich nochmal eben zu äumeln. Ich sehe keine. Ja, genau, über uns. Die haben sie wahrscheinlich schon. Ja, die sind aber auch, also über uns, die habe ich alle schon. Ist rechts und links von Puggio. Ja, die habe ich schon. Ansonsten würde ich vorschlagen, machen wir die einsame Tankstelle. Schüchtern Sie den Sicario. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ha? Ich bin eigentlich erstmal der Meinung, ja, dass wir noch die Waffenkiste... Ach so. Und die Zubehörkiste holen. Die Waffenkiste und die Zubehörkiste. Genau, und dann können wir... Meinen Sie den Hubschrauber stehlen? Oder was meinen Sie? Ach so, die Waffenkiste, Zubehörkiste. Ja, ich weiß, was Sie meinen. Okay. Genau, und da sind ja noch Fragezeichen. Mhm. Das können wir dann irgendwie gucken. Aber ich denke mal, dass wir erst das hier machen. Ne? Ja, okay. Da brauchen wir einen Heli für. Ja, der stand doch hier direkt, ne? Ja, dann nehmen wir den doch. Gehen erstmal wieder nach oben drüben. Ja, ja. Und dann gucke ich nochmal wegen der Dröhni. So. Ja, ja, können Sie ja machen. Versuch das nochmal. Jetzt haben wir ja so ein bisschen. Drohne fliegt. Jetzt wäre ich doch beinahe ins Wasser gefallen. Drohne fliegt. 2,3 Kilometer, das ist schon eine Menge. Aber ich glaube, wir können das nicht sehen, weil der Börsch dazwischen ist. Ja, Sie müssen da schon von oberhalb das machen. Sonst ah, warte mal, hier habe ich was. Number one. Und da haben wir nicht. Da haben wir eine Tankstelle. Wo sind Number Two? Ich don't know. Ah, okay. Hola. Wer sagt da Hola? Ach da, jetzt hab ich. Okay, ich hab. Alles gut. Ja, dann. Ja, zum Heli. Ich guck mal irgendwo der Stand. Da, warten Sie. Da steht der Heli. Dann gehen wir da mal hin, ne? Na los. Ey, das war ich nicht. Doch, klar. Mit ihren fetten Arsch haben sie es umgehauen. Boah. Kann doch wohl nicht wahr sein. Echt, die Leute, ey, die geben sich hier Mühe und sie machen das mit ihrem fetten Arsch, kippen sie alles um. Gibt's doch wohl nicht. Unfassbar. Ich glaube, hier kommen sie nicht durch. Ja, hier ist ein Bambus. Bambus, Herr Hoxton, Bambus. Ja. Ach, das war was anderes, ne? Ach, hier müssen wir wieder durch den Haupteingang raus. Ja, ich hab verstanden. Ja, natürlich. Weil wir könnten auch mit dem Auto fahren, so ist das nicht. Könnten wir tun, aber es sind ja nur... Außerdem sind wir leiser, ne? Naja. Wir müssen ja nur hier Uber. Uber, wir müssen Uber. Was meinen Sie, sind die wieder neu besetzt da drüben? Nee, ne? Ich hoffe nicht. Ui, ich bin ganz schön aus der Puste. Deswegen habe ich ja meine Ausdauer erhöht. Ach, haben Sie gemacht? Ja, sicher. Haben Sie mir gar nichts gesagt? Wäre blöd, wenn man das nicht... Ja, warum soll ich denn auch? Muss ich Ihnen alles auf die Nase binden? Sie müssen nicht immer alles wissen, was ich tue. Ja, aber wir wollen doch auf einem Stand sein, oder? Ja, das würde mir zu lange dauern. Dann hätte ich auch so einen fetten Arsch wie Sie. Oh. Also. Verstehen Sie, was ich meine? Nein. Dann hätte ich so einen fetten Arsch und würde auch immer alles umhauen. Kann auch viel schneller den Berg raufrennen als Sie. Ja, und Sie riechen nach Maggi. So. Ja, dann auch. Aber lecker. Weiß nicht. Das zieht immer die Mücken und die Fliegen an. Das ist nicht so gut. Nee, das ist nur ja. Nee. Das ist das liegt am Magie. Doch. Warum komme ich denn hier nicht drauf? Sowas? Ja, weiß mal, warum nicht? Ach, jetzt geht das wieder los. Da kann man klettern, verstehen. Ne? Ich will aber gar nicht. So, hier unten ist der Heli. Hey, hier unten ist der Heli. Ich muss wieder runtergehen. Ja, sie haben mich aber ganz schön verarscht, ne? Warum? Blöde Kuh. Oh! Oh, Autsch. Kleiner Nasenbeinbruch. So.
Ich bin am Heli. Ja, ich auch. Soll ich fliegen? Ja. Ja. Das sieht so aus. Dämliche Frage. Okay, der Tag beginnt. Und los. Ich warte. Rechts frei, links frei. Jawohl. Das wollte ich hören. Wir müssen einmal über die Bergkuppe rüber. Rechts rum. Jawohl. Genau. Steigen, steigen, steigen. Ja. Sehr schön. Weiter, weiter, weiter. Ich würde noch ein bisschen höher gehen. Je höher, desto schneller werden wir entdeckt. Ne? Ah ja. Bei uns ist irgendwie ein, weiß ich nicht was. Irgendwas ist da auf jeden Fall. Oh, warten Sie mal, ich habe was vergessen. Ah. Nee, machen Sie, mach ich gleich. Ja, ah. Schon Sie wieder was kommt. Sie wissen schon, ja, was ja, kommt. Ne? Ja, ja, ja. Naja, klar. Wie sich das halt gehört. Ah, wollten Sie jetzt schon was sagen, ja? Und ihr wisst ganz genau, wenn ich das immer sage, dann wisst ihr ganz genau, welches ja. Thumbnail kommt. Der Fotomodus. Hier unten ist das. Ich würde mal irgendwie. Ich weiß nicht, ob hier Gegner sind. Na, ah, da ist einer. Aber ich glaube, hier drüben ist ein kleiner, schöner Bereich, wo man mal landen könnte. Ja, aber jetzt nicht hier 400 Kilometer entfernt oder so. Gehen Sie einfach mal runter. Da ist nicht noch ein Heli, ne? Super. Vielleicht auf der Kuhweide hier unten. Ja, gehen Sie einfach runter. Achtung, Kühe. Aua. So, einmal aussteigen und dann Bild machen. Ach. Kommen Sie mal her, stellen Sie sich mal schön vor den Heli so. Ach. Oh, ich habe die Kuh geweckt. Das tut mir leid. Das ist bleiben keine Sie da stehen. Kuh. Bleiben Sie da das stehen. Das ist ein bitte. Rind. Aha. Ein Rind? Ja. Mit Hooker. Oh, warten Sie mal. Ich habe, ich hänge gerade fest. Es dauert wieder etwas. Wie immer. Es ist immer so, wenn man... The same pictures like every ja, ja, wenn man yeah, irgendwie yeah, den yeah, Fotomodus yeah, yeah, irgendwie yeah, macht. Ja, 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 ja. Immer das Gleiche. Mit läuft die Aufnahme zwar weiter, ja, aber... Ja, ja, ja. Aber das Bild aber hält sie halt, hängen ne? dann da immer. Und da muss ich war jetzt hat er sich wieder beruhigt, alles klar. Gott. Mhm. Aber Bild habe ich gemacht. Okay, wir holen uns das Ding. Hier, gucken Sie mal. Hm? Okay. Die ist weg. Wie Mu. Hm. Was ist das denn? Hm. Wer hat Mu gesagt? Hm. Oh, stopp, runter. Ja, der ist doch da drüben. Ich pack die Drohne aus. Wie, der ist da drüben. Ja, hinterm Heli da hinten. Ja, da kommen wir doch gar nicht hin. Waffenkiste. So, ich hole die Waffenkiste. Okay. Hallo! Ja, wieso? Sie wollen auch den Heli haben, oder nicht? Erstmal die Waffenkiste. So. Oh, ja. Nett. Oh, eine Handfeuerwaffe. 1911er. Hm. Da, darf ich da auch mal hin? Ja, dürfen Sie. Dankeschön. Das ist eine Ausrüstung. Oh, nehmen, die Sonne geht auf. Oh, Frühstück? 1911er. Okay, die haben wir. Waffe checken mit I. Natürlich checken wir die Waffe. Ich mach die beiden Typen dann mal weg, ne? Ja, ja. Aber ich helfe Ihnen jetzt nicht, ne? Nur damit Sie Bescheid wissen. Ja, ich hab verstanden. Ist mir zu blöd, Ihnen zu helfen. Ich nehme die mal, die 1911er. Einfach mal so, weil ich da Bock drauf habe. Tötung beobachtet. Mhm. Ja, ja, aber... Wer hat sie denn mal wieder gesehen? Der liegt auch schon. Ach so. Ja, das war's schon. Na dann. Ich muss mal kurz gucken, ob ich mit meiner... Ob ich da einen Schalli drauf habe? Ja, ich wollte nicht, wenn wir starten. Ab. Ja, jetzt erschrecken Sie wieder die Einheimischen am frühen Morgen. Lassen Sie das. Halten Sie den Mund. So, die Mädels, die schreien hier. Ey, so, wir nehmen jetzt diesen Heli und fliegen hierhin. Dahin, ja. Okay, dann machen wir das mal. Hm? Gut, dann nehmen wir den Heli da vorne. Aber, oh, ich würde sagen, oh. Guck mal. Das ist wieder für ein Foto gedacht, ne? Ey, ey! Oh. Hören Sie auf! Das ist ein Fotomodus wert.
Der ist einfach geplatzt. Machen Sie ein Foto. Hören Sie auf. Die platzen alle. Überall, wo sie langlaufen, platzen die. Gucken Sie mal, die platzen einfach. Brutal, Leute. Oh. Also, Freunde, dann sage ich mal bis zur nächsten Folge. Ja, wieso? Ja, weil ich das sage. Weil sie platzen sonst auch gleich. Okay, tschüss. Dann haben Sie noch was zu sagen. Also, mach's gut. Tschüss.